As Elder Ballard, wie Elder Ballard diese Versammlung bereits erwähnt hat, haben widersprüchliche Strömungen unserer Zeit immer mehr Aufmerksamkeit auf die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, gelenkt. Der Herr kündigte vor Alters sein Werk in diesem letzten Tag als ein wunderbares Werk, ja ein Wunder an, das ist es auch. Wir laden alle ein, dieses wunderbare Werk eingehend zu betrachten, doch über eins soll sich niemand wundern, nämlich, ob wir nun Christen sind oder nicht. Im Großen und Ganzen drehen sich alle Kontroversen in dieser Frage um zwei Punkte der Lehre: unsere Auffassung von der Gottheit und unser Glaube an fortdauernde Offenbarung und demnach an einen offenen Kanon der Heiligen Schriften. Wenn wir darüber sprechen, brauchen wir unseren Glauben nicht zu verteidigen, aber wir möchten nicht missverstanden werden. Mit dem Wunsch, mehr Klarheit zu schaffen und um eindeutig zu erklären, dass wir Christen sind, spreche ich heute über den ersten der beiden erwähnten Punkte der Lehre. Der erste und wichtigste Glaubensartikel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage lautet: Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Wir glauben, dass diese drei göttlichen Personen, die eine einzige Gottheit bilden, in ihren Absichten, ihrem Verhalten, ihrem Zeugnis, ihrer Mission eins sind. Wir glauben, dass sie in gleichem Maße erfüllt sind von göttlicher Barmherzigkeit und Liebe, Gerechtigkeit und Gnade, Geduld, Vergebungsbereich und Macht zur Erlösung. Sicher ist es korrekt, wenn ich sage, dass wir glauben, dass sie in jedem bedeutenden ewigen Wesenszug, den man sich vorstellen kann, eins sind. Aber wir glauben nicht, dass sie drei Personen sind, die ein einziges Wesen bilden. Ein Gedanke der Dreieinigkeitslehre, der in den Heiligen Schriften nie gelehrt wurde, weil er nicht wahr ist. Tatsächlich heißt es in keiner geringeren Quelle als dem bekannten Bibelwörterbuch Harper's Bible Dictionary, dass die formelle Lehre von der Dreieinigkeit, wie sie von den großen Konzilen im 4. und 5. Jahrhundert definiert wurde, im Neuen Testament nicht zu finden ist. Wer also kritisiert, dass das Gottesbild der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage nicht der gegenwärtigen christlichen Vorstellung von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist entspricht, äußert sich nicht dazu, wie wir zu Christus stehen. Vielmehr hat er erkannt, richtig erkannt möchte ich hinzufügen, dass unsere Vorstellung von der Gottheit von der nachbiblischen Geschichte der Christen abweicht und zu der Lehre zurückkehrt, die Jesus selbst verkündet hat. Ein paar Worte über diese Geschichte in der nachbiblischen Zeit sind sicher hilfreich. Im Jahr 325 nach Christus berief der römische Kaiser Konstantin das Konzil von Nicäa ein. Dort sollte unter anderem ein strittiger Punkt, nämlich Gottes angebliche Dreieinigkeit in der Einheit, erörtert werden. Das Ergebnis der hitzigen Streitgespräche der Kirchenmänner, Philosophen und kirchlichen Würdenträger wurde nach weiteren 125 Jahren und drei weiteren großen Konzilen als das nizäische Glaubensbekenntnis bekannt, das später, etwa im athanasianischen Glaubensbekenntnis, noch einmal neu formuliert wurde. Diese Glaubensbekenntnisse, die weiterentwickelt und immer wieder revidiert wurden, sowie weitere, die über die Jahrhunderte folgten, erklären, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist seien abstrakt, absolut, transzendent, allgegenwärtig, eines Wesens, gleich ewig und unerkennbar, ohne Leib, Glieder und Regungen, jenseits von Raum und Zeit weilend. In solchen Glaubensbekenntnissen sind alle drei Mitglieder der Gottheit getrennte Personen, aber sie sind ein einziges Wesen, das oft zitierte Mysterium der Dreieinigkeit. Sie sind drei einzelne Personen, aber keine drei Götter, sondern ein Gott. Alle drei Personen sind unbegreiflich, und doch ist es ein Gott, der unbegreiflich ist. Wir stimmen unseren Kritikern zumindest in diesem Punkt zu. Ein solcher Begriff der Gottheit ist wahrlich unbegreiflich.
Nachdem der Kirche eine so verwirrende Definition von Gott auferlegt wurde, überrascht es nicht, dass ein Mönch aus dem 4. Jahrhundert ausrief: Wehe mir, sie haben mir meinen Gott genommen, und ich weiß nicht, wen ich verehren oder ansprechen soll. Wie sollen wir einem Gott vertrauen, ihn lieben und verehren, gar danach streben, ihm ähnlich zu sein, wenn er unbegreiflich und unerkennbar ist? Warum hat dann Jesus im Gebet zu seinem Vater im Himmel gesagt: Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast? Es ist nicht unsere Absicht, irgendeine Glaubensansicht oder Religionslehre herabzuwürdigen. Wir respektieren die Lehre anderer Religionen, wie wir möchten, dass unsere Lehre respektiert wird. Auch das ist einer unserer Glaubensartikel. Aber wenn jemand sagt, wir seien keine Christen, weil wir eine im 4. oder 5. Jahrhundert entstandene Vorstellung von der Gottheit nicht teilen, was ist dann mit den ersten christlichen Heiligen? Viele von ihnen haben den lebendigen Christus selbst gesehen, und sie haben ebenso wenig an diese Vorstellung geglaubt. Wir verkünden, dass aus den Heiligen Schriften offenkundig hervorgeht, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist getrennte Personen sind, drei göttliche Wesen. Eindeutige Belege dafür sind das eben erwähnte Abschiedsgebet des Erlösers, seine Taufe durch Johannes, das Erlebnis auf dem Berg der Verklärung und der Märtyrertod des Stephanus, um nur vier zu nennen. Denkt man an diese und weitere Stellen aus dem Neuen Testament, ist es wohl überflüssig zu fragen, was Jesus meinte, als er sagte: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Ein andermal sagte er: Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Über seine Gegner sagte er: Jetzt aber haben sie gesehen, und doch hassen sie mich und meinen Vater. Und nicht zu vergessen, Jesus hat sich seinem Vater immer ehrerbietig untergeordnet, was sich in den Worten zeigt: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Der Vater ist größer als ich. Wen flehte Jesus in all den Jahren so innig an, wie etwa in dem schmerzlichen Ausruf: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Oder: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man macht sich nicht der Vielgötterei schuldig, wenn man sich zu den Belegen aus den Heiligen Schriften bekennt, dass die ansonsten völlig einigen Mitglieder der Gottheit dennoch getrennte Wesen sind. Vielmehr ist dies ein Teil dessen, was Jesus hier auf der Erde über die Natur göttlicher Wesen offenbarte. Vielleicht hat es der Apostel Paulus am besten ausgedrückt: Christus Jesus war Gott gleich, achtete es aber nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein.